Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Ordentliche Kulisse für so ein Spiel, wo es ja zumindest für die Oberhausener um gar nicht mehr ganz so viel geht, außer möglichst hoch noch abzuschließen. Und damit geht's los. Rot-Weiß-Oberhausen mit Anstoß in Rot von links nach rechts. Die Fortuna in Weiß von rechts nach links. Ah, zu harmlos und ja. So kann der Ball natürlich auch schnell bei den Düsseldorfern wieder landen. Quarto Bar. Schöne Einzelaktion. Bar! Das ist ein guter Abschluss dieser Partie durch Quattro Bar. Schöne Solo. Da ist dann Fabian Holthaus da stehen. Und dann senkt er sich nochmal ganz fies. Aber doch eine Ecke vorbei. 1:1 Ausgleich, nachdem man früh in der Partie im Prinzip mit dem ersten Angriff Mike Könders, der Verteidiger der Ratinger, in Rückstand geraten war. Und schlug die Stunde vom eingewechselten Sebastian May. Das gucken wir uns aber gleich bitte nochmal an. Und das gibt die gelbe Karte für Sebastian May. Oh, also. Nein, Freunde, also bei aller Liebe. Und auch bei Anton Heinz gibt es ja zumindest die Gerüchte über einen potenziellen Wechsel in Liga 3. Der SC Verl soll da ein Kandidat sein. Und das war nicht Anton Heinz, sondern Sven Kreier diesmal, der uns hier aus dem Dornröschenschlaf weckt. Nimmt Maß und Leon Klusmann kriegt im richtigen Moment noch die Faust hoch. Luis Montero beschwert sich da währenddessen noch, während der Ball schon wieder in der anderen Hälfte ist, dass er da einen Schlag abbekommen hat. Davon lässt sich Oberhausen nicht beeindrucken. Nils Winter schiebt den Ball zu Sebastian May. Lanz. Ist gut, Sebastian May! Starke Parade von Leon Klusmann da. Eine Ecke, die den Namen mal verdient. Und dann Sebastian May. Guter Kopfball. Leon Klusmann kommt gut runter. Aber so ein Funke vom Platz wäre auch mal gut. Vielleicht jetzt. Njombo. War gut gemacht von ihm. Gut mitgenommen. Nils Winter. Sven Kreier. Und das muss die Führung sein. Kevin Lunga jetzt hat Platz und legt sich den zu weit vor. Mert Göckern kann klären und das gibt dann auch die gelbe Karte. Nein, es gibt glatt rot. Das, Freunde. Also dem lieben Kevin Lunga unterstelle ich da jetzt keine Absicht bei. Gegen Mert Göckern. Spätestens nach dem Platzverweis von Kelvin Lunga wurde es natürlich nicht einfacher. So, mal der Freischuss. Klusmann. Wow. Hui, 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 hui. Dieser Anton Heinz. Meine Herren. Komplett aus der Kalten heraus. Zieht er das Ding da aus 45 Metern aufs Tor. Sieht, dass der Klusmann da viel zu weit vom Tor steht. Und im letzten Moment kommt der da noch ran. Jetzt Winter nochmal. Winter und das war's. Gut abgedrängt und das war's. Ende in Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Düsseldorfs U23 trennen sich 0:0. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.